So, herzlich willkommen zurück, Leute. Es geht weiter mit Cube World. Und diesmal werden wir eine Quest zeigen können, die hier ganz in der Nähe ist. Nachdem wir hier so ein paar Zwerge verhauen. Und den ja Goldamulett abnehmen. Soweit weg. Hier, die Quest müsste sogar bald schon zu sehen sein. Leider ist dann erstmal kein neues Gebiet mehr in Reichweite. Ob es eine Burg sein wird, die direkt am Wasser steht, weil direkt da links neben ist ja das andere Gebiet. Ja, es könnte auch eine Ruine sein. Oder ein Dungeon. Auch was Interessantes. Ich glaube nicht, dass wir in dem Gebiet Dungeons finden. Dafür müssen wir schon die Wüste. Ein anderes Terrain haben. Wüste, Dschungel, Entweder wäre so ein Berg sein. Oder wirklich eine Burg. Das schon? Hinter diesem Wald. Okay. Freundliche Gruppe. Gott. Bäume aufpassen. Ein dichter Wald. Ist der Rettungspunkt. Aber wir sind ja ein echter Ninja. Ah. Das davon ist kein Ninja. Auch kein Ninja sein. Außerhalb sogar von unserem Gebiet. Oder? Okay. Ne, ist genau die Grenze. Das ist das Schwert. Man weiß gar nicht, ob es jetzt zu uns gehört oder mehr. Ne, wenn man richtig dreht, sieht man, dass da vorne ist. Das müsste wahrscheinlich ein Troll sein. Ah, stimmt, der steht auch schon da. Ja, so ein Strandtroll ist es wieder. Unser nächster Gegner, ein weiterer Troll. Ist aber weiß. Ah, nicht unterschätzen, ey. Hat immer noch seine fiesen Moves. Aber hält sich nicht aus. Ich habe hier mal noch ein paar Bomben um ihn platziert. 5 Stück. Wieder ein paar Bomben, einmal weiß. Bäm! Wieder gesprengt. Okay, 300. Zack! Nein! Drucke halt. Quest complete. Iron Dagger, ja, aber der wird scheiße sein. Ich habe. Ist auch. Kampfring gekriegt. Oh, langweilig. Ne Hornet. Ist ein Mole. Ne, ein Biter. Biter. Schauen wir nochmal, wo die Quests hier sind. Obwohl wir sind jetzt relativ weit. Wir könnten dem Wandlang noch halt beim nächsten wieder ein Gebietswechsel, vielleicht ein nächstes Gebiet rein. Hier lang zu laufen ist aber sehr weit. Also jetzt laufen wir ja fast einmal im Kreis. Ja, aber wir haben jetzt mal unsere Route an, wie wir überhaupt gelaufen sind. Nur gerade durch, ja. Mal gucken, was überall ist. Dafür müssten wir jetzt wieder booten. Wir könnten auf jeden Fall mit dem Boot hier am Rand langfahren und hinten noch die Quest mitnehmen. Schauen wir mal, was uns auf dem Meer noch so erwartet. Boot ist schneller als fliegen. Und dran denken, dass wir abbiegen. Ende. Am Ende ist gut.
Weißt du ungefähr, in welchem Stück jetzt die Quest dann kam? Nach dem nächsten, nach den beiden Biegungen kommen die direkt, glaube ich. Ups. Ein Boss im Wasser. Nee, still. Ah, in Cube World ist noch nicht so viel los. Hm. Muss man leider sagen. Oh, ist hier irgendjemand durchgerauscht? Warum? Weil hier irgendwie so eine Ebene fehlt. Naja, aber ist er dann jetzt ins Wasser gegangen oder muss man der Spur folgen? Vielleicht ist das ja was. Hier ist, glaube ich, eine Straße. Best ist... ja, nach der zweiten Biegung. Stachelfisch. Seeförtchen. Piranha am Land. Ein Ninja rechts. Ninja. Und zack. Wir haben so einen komischen Insektguard. Button. Wir würden euch ja gerne irgendwie einen Wüstentempel oder so zeigen oder ja, auch aber Dschungelruinen. Ja, komm, kriegen wir nicht. In die Höhle. Oh, was ist das denn für eine Höhle? Schade, schon vorbei. Da ist die Quest. Ja, mal gespannt auf die großen Bosse dann später, wenn wir die stark besiegen können. Es gibt ja schon ein paar, aber haben wir auch noch keinen gesehen. Ah ja, wenn wir sie besiegen können. Es soll irgendwie Drachen geben und einen riesengroßen Dämon. 11 Stück gibt's schon. 11 oder 15. So, okay. Ah, die ganz großen mit der Map-Seite, genau. Auf jeden Fall noch Ruinen mit Geistern, Dungeons. So ein Spaß vor uns. Die nur finden. War auf jeden Fall noch keiner. Einer Fluss. Der Raccoons. Puh, Leute, das wird noch dauern. Die Wege hier in dem Spiel. Aber es ist halt 80% des Spiels. Ja, es ist halt Lauf, Lauf, Lauf. Immer dann später, wenn es voll mit Content ist, geht das, aber. Ein Ogre. Ein kleiner Ogre. Die Hornisse hier normal groß. Bumblebee. Oh, mach ganz viel Schaden, der kleine Ogre. Au. Ich hab mich bedankt. Die Stadt hier, ach ja, unten rechts, ne, alles mittig. Die Stadt ist immer mittig eigentlich. Mhm. Ja, nicht so einfach machen für die Wanderer.
Alpakas. Auch nichts besonders auffälliges gebaut irgendwie, was man Landmark oder sowas. Muss. Laufen wir durch und sammeln. Wartung auf das nächste Fest. Kann man auch auf diesem Fluss hier schon das Boot nutzen? In dem Wasser, wo es tief ist. Hui! Musst du so runterspringen, immer drüber springen und wieder. Und wieder auf hoher See. Ein Wechsel der Gebiete. Laternenfisch kämpft gegen was? Oh ne, er ist tot. Ah, war einer von uns. Point. Gleich sind wir da. Das Warten ein Ende. Und es ist schon wieder so ein Troll. Ja, wenn er wieder am Strand ist, auf jeden Fall. Hast du schon mal einen Strandbock gesehen? Hier ist was weggesprengt, glaube ich. Steht so ein Stückchen Boden in der Luft. Minecraft-Style. Hier sind die Wolken sehr tief. Also wenn man drauf laufen kann, so ein Himmelsschloss finden kann oder so. Mal Spannung. Wird es langsam dunkel. Da ist ein Piranha in der Luft. Okay. Da sind wir da. Da ist der fliegende Piranha. Hasenhöhle. Gold. Ganz viel Eisen. Unmengen Eisen. Wo bist du jetzt? Ach, du bist in der Höhle, ne? Ein Diamantdepot. Oh, das ist doch cool. Die ganze Höhle noch aus, wenn ich mit dir bin. Silber noch. Boah, noch mehr. Und hier unten ist Machtdepot, sehe ich. War das blau, ne? Grün leuchtet das. Ist das nicht Emerald? Emerald meint ja. Boah, hier geht da ganz schön tief rein in die Höhle. Achso, das ist die Verbindung nach unten. Ah. Die endet im Wasser, die Höhle. Wasser. Warte mal, wenn ich den Überblick habe. Nee, aber ich bin bald da. Ist ja nicht ganz am Strand diesmal. Ich glaube nicht, dass der Strand Glück ist.
wird einer gelbes Chili fallen lassen. Was? War nichts mehr. Ah, sieht cool aus, das hier. Dein Weg oder so. Plus. Glaub. Nee, immer noch nichts. Das ist eine Burg. Stimmt, ist ganz schön weit im Land drin, sogar. Finsteren Wald. Sehen aber noch nicht auf der Karte, aber es ist keine Burg. Eine Karte. Ach, schade, vielleicht nur so ein Gebiet. Da jetzt sehe ich noch eine Karte. Oh, aber es ist was anderes mal. Okay. Wenn ich da, dann guck es mal an. Ein Dinosaurier. Oh. Der gegen Alpakas kämpft. Ganz viele. Okay. Bei mich. Ich fang schon mal mit an, damit ich die Alpakas ausnutzen kann. Der passt nicht so irgendwie. Okay, jetzt nicht so schnell. Ich glaube, er spuckt Feuer oder so. Nee, er hat Schaden, oder? Okay. Mein Raccoon macht ihn halt nass. Kannst du mich mal heilen? Ich hab gerade, glaube ich, einen Disconnect. Mein Spiel ist weiß. Ah, ich bin raus. Hast du die IP noch? Brauch ich sie kurz nochmal? Kann ich auch nicht gucken dann. Ja. Soll ich ihn dann umbringen? Dann wäre der Part eh zu Ende. Ja, dann bring ihn um. Schade, ich hätte gerne nicht. Ich hab ihn nicht mal gesehen, leider. Echt nicht? Nee. Genau, als ich in die Ecke gucken konnte, um zu sehen, da ist es abgestürzt. Textur gibt's für dich nicht so. Oh, jetzt hab ich mich fast noch selbst gekillt. Den Bomben. Machen die aber Schaden? Nee, aber ich habe halt gar keine HP mehr gehabt. Ich habe gehofft, du kommst, um mich zu heilen. Gedroppt hat er eh nicht. Also er hat, war ein weißer Gegner sowieso allgemein schon. Ach so, nur. Hat auch allgemein nicht viel gegeben. Und wir sind sonst nur Ranger-Zeug. Nichts Besonderes, aber es war ein Dinosaurier. Ihr konntet ihn sehen, auch wenn Maro das nicht konnte. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es weitergeht mit Cube World. Schaltet wieder ein, macht's gut und tschüss. Tschüss.